Long ago, two races ruled over Earth, humans and monsters. One day, war broke out between the two races. After a long battle, the humans were victorious. They sealed the monsters underground with a magic spell. Many years later, MT Abbott 201X. Legends say that those who climbed the mountain never return. Yo Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, nämlich Undertale. Ja, Undertale ist ein Spiel, was ich schon länger geplant habe zu Let's Playen. Und Undertale ist auch ein relativ komplexes Game. Also komplex ist jetzt schwer, ist vielleicht ein blödes Wort, falsches Wort, sagen wir es so. Aber in Undertale kannst du mehr machen, sagen wir es so. Es gibt verschiedene Wege, wie man dieses Spiel abschließen kann. Und ich habe eventuell vor, also ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich mache ich es so, dass ich das Spiel vielleicht öfters durchspielen werde. Weil es gibt den Pacifist Run, Genocide Run und Neutral Run, also neutraler Run. Zu Anfang muss man, glaube ich, eh den Neutral Run machen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und danach kannst du halt andere Runs machen. Deswegen würde ich sagen, dass wir einfach mal mit dem Spiel loslegen, weil ich habe das Spiel tatsächlich noch nie gespielt. Das Spiel gibt es schon seit 2015, wie dort steht, aber ich habe das noch nie gespielt, obwohl ich auch bei der Halbzeit mehr davon gehört habe. Aber ich dachte mir, ich muss es einfach mal spielen, dieses Spiel, weil ich sehen will, was daran so besonders ist. So, hier stehen jetzt ein paar Erklärungen. X ist Confirm, Kreis ist Cancel und X ist Menu, also Ingame. Wenn deine HP auf 0 sinken, hast du verloren. Ja, okay, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal das Spiel. So, wir sollen jetzt mal den gefallenen Menschen benennen. So, normalerweise den Charakter, den man spielt, heißt Frisk. Aber ich benenne jetzt den Charakter einfach mal wegen zwecks Let's Plays nach mir. Aber der gefallene Charakter heißt eigentlich Frisk. Es ist ein Mädchen. Aber mir egal. Ich nenne jetzt den Charakter einfach mal Andy, weil das ich bin. Dann ist das Name korrekt. Wobei, ich könnte euch einen kleinen Gag zeigen. Ich glaube, das geht nämlich schon seit Anfang. Wenn man den Charakter mit bestimmten Namen versieht. Achtung, zum Beispiel jetzt hier Sans. Das ist ein Charakter aus dem Spiel. Ihr werdet den schon noch früh genug kennenlernen. Dann glaube ich, geht das gar nicht oder so. Ja, ihr seht, da steht Nope und dann musst du Go Back machen. Weil Sans ein Charakter aus dem Spiel ist und da gibt es mehrere solche Namen und das ist relativ witzig eigentlich, aber ich will euch jetzt nicht jeden Namen des Spiels spoilern. Auf jeden Fall, es ist relativ witzig, du kannst nicht Charaktere nehmen. Also falls, ich fände es witzig, wenn jemand tatsächlich das Spiel startet und ohne, dass er von dem Spiel eine Ahnung hat, sich Sans nennen will, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt so Nope, dann würde er sich wahrscheinlich auch denken, so, Betrug. Aber wir nennen uns eigentlich einfach mal Andy. So, ich bin wie gesagt gespannt, Ich kenne zwar schon einiges von dem Spiel, also blind würde ich es nicht betiteln, weil ich Videos dazu gesehen habe, aber ich habe das Spiel noch nie gespielt selber und ich bin gehypt, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Das ist irgendwie ein Traum, der für mich fast wahr wird nach einer Zeit. Oh, eine Blume. Hallo Blume. Howdy, I'm Flowey. Flowey the Flower. Okay. You're new to the underground, aren't ya? Golly, you must be so confused. Someone out to teach you how things work around here. I guess little old me will have to do. Ready? Here we go. Oh, das ist jetzt unser Herz. See that heart? That is your soul. The very culmination of your being. So, und das Witzige ist jetzt an diesem Kampf, du wirst jetzt sozusagen auf die Probe gestellt. Also, das ist Flowey. Und wir sind sozusagen in einer Art Kampf, ne? Your soul starts off weak, but can grow strong if you gain a lot of level. What's level stands for? Why love, of course. Okay, level heißt love bei dem. You want some love, don't you?
Don't worry, I'll share some with you. Ich tue jetzt mal einfach so, wie wenn ich dumm wäre, sagen wir es so. Ich weiß zwar, was passiert jetzt, wenn man das macht, was er einem gibt, aber ich tue jetzt mal so oft dumm. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe keine Ahnung davon im Spiel. Er zwinkert schon so fies, ne? Love shared through. Ui. Little white friendliness pellets. Are you ready? Move around and get as many as you can. Wenn du jetzt eben ausweichst, dann wird er salty. Wie ihr seht. Hey, buddy, you missed them. Let's try again, okay? Er kann natürlich auch abgepisst werden, wie ihr seht. Weil wenn er ein... Es ist im Prinzip... Are you brain dead? Run into dead bullets. Und hier sieht man schon, es sind böse Dinger. Deswegen sollte man eigentlich mal ausweichen. Ich habe zwar eigentlich jetzt gesagt, dass ich mit Absicht reinrenne, aber ich lasse es mal lieber. Ihr seht schon, diese Blume ist nämlich Psycho. You know what's going on here, don't you? You just wanted to see me suffer. Oh mein Gott, Alter! Die! Wow, Hilfe! Oh, ich lebe noch. Er wurde geowned. Oh, wer ist denn das? Hallo. Ah, what a terrible creature. Torturing such a poor innocent youth. Ah, do not be afraid, my child. I am Toriel, caretaker of the runes. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. Come, I will guide you through the catacombs. Okay, danke. This way. Okay, also hier war gleich mal eine Blume, die uns töten wollte. Und diese Dame namens Toriel will uns retten. Ah, oh, die Musik ist so gut in dem Spiel, tut mir leid, falls ich da mal mitsummen sollte. So. Diese gelben Punkte hier sind die Speicherpunkte. The Shadow of the Runes looms above, filling you with determination. HP fully restored. Und ja, sorry Leute, dass das Spiel auf Englisch ist, da kann ich nichts dafür. Ich habe es jetzt nicht so mit Absicht eingestellt. Also, die nicht Englisch können, naja, müssen mit Übersetzer leben oder ich versuche es zu übersetzen, aber ich weiß nicht, ob ich so gut im Übersetzen bin, ne? Welcome to your new home, innocent one. Allow me to educate you in the operation of the runes. Oh. Eine Art Rätsel, das sie gelöst hat. Wir sind im Zelda. the runes are full of puzzles. Ancient fusions between diversions and door keys. One must solve them to move from room to room. Please adjust yourself to the sight of them. Okay. Yeah, yeah. Super, jetzt haben wir auch Schalter ausgelöst. Only the fearless may proceed. Brave ones, foolish ones. Both walk not the middle road. Oh Gott. Das war... Ich war also ein Dummer. Egal. Auf jeden Fall, falls ihr das noch nicht wisst, ich werde den Pacifist Run jetzt in diesem Let's Play jetzt vorerst zocken. Also das erste Mal werde ich jetzt hier erst Neutral, weil das muss man ja machen, aber dann werde ich den Pacifist Run machen. Und dann vielleicht noch eben gegebenenfalls danach den Genocide Run. Das ist halt der, wo du richtig alle killst, weil hier wird man wenig killen in diesem Run, sage ich jetzt. Ihr werdet jetzt keine Battles sehen, wo ich die Leute kill. Ich kill die Leute nicht, ich bin jetzt lieb. To make progress here, you will need to trigger several switches. Do not worry, I have labeled, oder labeled, the ones that you need to flip. Okay. Stay on the path. Okay. Versuche ich mal. Ah, da ist ein Schalter. Ja, okay, sie hat es ein bisschen sehr deutlich. Was ist jetzt, wenn ich dann hier drauf drücke? No, 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 no! You want to press the other switch. I even leveled it for you. Ich war nicht dumm, ich wollte nur sehen, was passiert, wenn man das macht. Splendid! I'm proud of you, little one. Let us move to the next room. Aber sie ist stolz auf uns, wenn sie sogar noch mit drei Pfeilen drauf zeigt. So, diesen musst du aktivieren! Was ist, wenn ich jetzt hier drauf drücke? This switch doesn't even work. Wow. As a human living in the underground, monsters may attack you. You will need to be prepared for this situation. However, worry not. The process is simple. When you encounter a monster, you will enter a fight. While you are in a fight, strike up a friendly conversation. Stealth for a time. I will come to resolve the conflict. Practice talking to the dummy. Okay. Hallo, dummy. Ich kann nicht. Do you need some ideas for conversation topics? Well, I often start with a simple how do you do. You could ask them about their favorite books, jokes, can be useful for breaking the ice. Listen to this one. What did the skeleton tile his roof with? Shingles. Ah! Yeah, okay. Well, I thought it was amusing.
Okay, dann reden wir mal mit ihm. Yeah, coole Mucke. So, und jetzt eben ist es entscheidend, ob man fighten tut oder einfach nur reden und so Zeug. Und wenn ich jetzt fighten würde, würde ich sozusagen ein Böser werden, also Genocide. Deswegen, ja, reden wir mal mit dem. You talk to the dummy. Nichts passiert. Tori seems happy with you. You won. Ah, very good. You are very good. Ja, weil hätte ich das jetzt bekämpft, die Puppe, dann wäre sie nicht so nett. Nicht so erfreut gewesen. There's another puzzle in this room. I wonder if you can solve it. Okay. Ich suche mal nach dem Puzzle. Okay, noch ist da kein Puzzle. Oh. Frogget attacks you. Oh, er greift uns an. Ich bin nett zu dir. Kompliment. Hey, du siehst cool aus. Frogget didn't understand what you said, but was flattered anyway. Wie sie ihn anschaut, sie so. Dieser evil Blick, Junge. The Western Room is the Eastern Room's blueprint. Okay. Oh, warte, was heißt das? Warte mal. Ach so, das heißt, dass ich diesen Gang hier sozusagen so die Route hier nachgehen muss. Und dann komme ich da durch diesen. Durch das Labyrinth durch. Weil das heißt so viel wie Kopie Blueprint, glaube ich. Alter. Okay. Ich hoffe, ich kann ungefähr die Abstände mir merken. This is the puzzle, but here, take my hand for a moment. Mhm. Ja, ja, klar, genau. So ist der Weg dann. Das ist very simple. Puzzles seem a little too dangerous for you now. Na, eigentlich geht's. Ja, yeah, vor allem, weil wir können nicht gegen die falschen Sachen dagegen rennen. You have done excellently thus far, my child. However, I have a difficult request to ask of you. I would like to, you to walk to the end of the room by yourself. Forgive me for this. Wow. Jetzt macht sie gleich so. Jetzt kommt hier so Evil-Hektik-Musik. Was ist los? Okay. Okay, wahrscheinlich müssen wir uns diesen Streifen hier merken ungefähr. Oh, Mucke ist serious. Ich weiß, das ist nicht synchron, aber egal. Das ist halt die PS4-Aufnahmefunktion, die kann man nicht so synchron schneiden. Tut mir sorry, Leute. Sollte ich besser nicht mit so einem. Hi? Oh, okay. Ja, was ist jetzt passiert in dem Raum? Es ist nicht mal irgendwas passiert in dem Raum. Greetings, my child. Do not worry, I did not leave you. I was merely behind this pillar the whole time. Thank you for trusting me. Ja, okay. However, there was an important reason for this exercise. To test your independence. I must attend to some business and you must stay alone for a while. Please remain here. It's dangerous to explore by yourself. I have an idea. I will give you a cell phone. If you have a need for anything, just call. Be good, alright? Ja, ich... Ja, bin ich schon. Ich gehe jetzt trotzdem weiter. Ring. Hello, this is Toriel. You have not left the room, have you? natürlich habe ich's nicht. There are a few puzzles ahead that I have yet to explain. It would be dangerous to try to solve them yourself. Be good, alright? Klick. Natürlich machen wir die selbst. Hallo Frosche, geht's? Ribbit, ribbit. Excuse me, human. I have some advice for you about battling monsters. If you act a certain way or fight until you almost defeat them, they might not want to battle you anymore. If a monster does not want to fight you, please use some mercy, human. Ribbit. Okay, mach ich schon. Ja, okay. Ich dachte, jetzt sagt vielleicht noch was anderes oder so. Okay. Ich hab's kapiert, Kumpel. Ja, ich hab's immer noch kapiert. Ja, mercy. Ich hab schon Gnade mit den. Playfully crinkling through the leaves fills you with determination. Yeah. Was geht hier oben ab? Oh, was ist das? It says, take one. Take a piece of candy. Yay. You took a piece of candy. Press Dreieck to open the menu. Monster candy. Okay. Yay, wir haben Süßigkeiten. Oh, was passiert jetzt? Und der erste Kampf, Leute. Also der erste richtige Kampf. Wimsum approach meekly. Wimsum console terrorize.
Halfway through your first word, Winston bursts into tears and runs away. What? Wieso das? Ich habe ihm doch gar nichts getan! Habe ich was Falsches gemacht? Ich habe ihm gar nichts getan. Ich habe nur mit ihm geredet und er ist gleich heulend weggerannt. Wow, wir fallen! Okay, wow. Wir sind falsch vielleicht runtergefallen. Ah, und hier fallen wir wieder runter. Ui. Wieder falsch? Fragezeichen. Kampf! Froggit hopped close. Hey Froggit. Du bist cool. But was flattered anyway. Blushes deeply, Ribbit. Oh mein Gott, der greift mich an. Hilfe. Seems ready to fight you. Oh, jetzt wenn ich wüsste, was das Wort heißt. Mercy. You won. Yay! Härtester Kampf der Welt bestanden. Aber hier unten ist ja nichts. Ja gut, ich muss halt einfach wahrscheinlich nur hier durch. Bin auch so ein Held. Ring. Hello, the Historian. For no reason in particular, which do you prefer? Cinnamon or butterscotch? Ich weiß gerade leider nicht, was das ist. Ich sag einfach Cinnamon. Oh, I see. Thank you very much. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, oh, ernsthaft. You do not dislike butterscotch, do you? I know what your preference is, but would you turn up your nose if you found it on your plate? Right? Right? I understand. Thank you for being patient, by the way. Okay. Three out of four green rocks recommend you push them. Yeah. Huh? Froggit ist wieder am Stissel. Hallo Froggit, ich mach dir wieder ein Kompliment. Ich verstehe nicht, was du sagst. Wow. Hallo, wie geht's, Frosch? Okay, er hat schon jetzt keinen Bock mehr mit uns zu kämpfen. Tschüss. Okay, hier ist ein Schacht. Und hier ist ein Weg. Ah ja, ich glaube, das hier zeigt an, welchen Weg man gehen muss ungefähr, um rüberzukommen lebend. Please don't step on the leaves. Ja, genau. Weil das ist dann sozusagen oben der abgebildete Ding. Oh Gott, ich hab's bloß leider vergessen. Oh, noch ein Kampf. Oh, zwei Stück. Hallo Froggit, ey. Ich mach dir ein Kompliment. Yo, jetzt krieg ich Double Attack rein. Wow, das war sneaky ausgewichen. Froggit hops to and fro. Okay, jetzt machen wir mal den hier. Kompliment. Miau, sagt der eine, lol. Nein! Autsch. Yeah! Wir haben zwar keine XP gekriegt, aber immerhin Geld. Wartet, war es ganz runterlaufen? Dann war es so vielleicht. Dann so. Dann so. Dann so. Dann so und dann so. Ach, Profi! Okay. You tripped into a line of Molds. Hallo? Was? Warum sind die jetzt schon gelb gelistet? Flirt! You wiggle your hips, small wiggles back. What a meaningful conversation. Yeah. Wir haben wiggle gemacht. Wow. Small waits pensively. Wir machen es bei allen drei Flirten jetzt. wiggle. Sexy wiggle, sagen die anderen beiden. Ja, wir können halt sexy wiggeln, ne? So, und jetzt machen wir bei dir auch noch wiggle. Jetzt sagen alle drei wiggle. Wiggle. Ne, nur der rechts. Wow. Okay, die Attacke ist nicht ohne. Spare. Yeah. Wow, there, partner. Who said you could push me around? Hm? So you're asking me to move over? Okay, just for you, pumpkin. Lol. Hm? You want me to move some more? Alrighty, how's this? Toll. Huh? That was the wrong direction? Okay, I think I got it. Alter. Lul. Wow. Alter, Junge. Hm? You wanted me to stay there? You're giving me a real workout. Alter, dieser. Oh man. Ja, hallo. Ich flirte mit dir wieder. Squatch.
Mercy, bei Spare, wie auch immer. Okay, und ich würde sagen, hier beenden wir jetzt den Part von Undertale Part 1. Also, wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich doch immer einen Daumen hoch freuen. Ich hoffe, das Let's Play taugt euch. Ich habe auf jeden Fall da riesigen Spaß und freue mich auf dieses Spiel. Deswegen schaut ihr doch auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder weitergeht mit Undertale. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, euer Andy Gamer.